Hilfe, wer von euch war das? Also irgendwer von euch hat mir eine Festplatte geschickt, kannst du das auch retten? Ich dachte mir, okay, Festplatte kaputt, aber nein, der USB-Port ist komplett weg. Dann mal die Platine ausgebaut und gleich gesehen, alle Pads abgerissen. Ganz ehrlich, ich hätte mir ein neues Case besorgt, weil hier die Leiterbahnen freikratzen ist wirklich viel Arbeit. Wenn es jetzt irgendein besseres Produkt gewesen wäre, hätte ich die Pads repariert, aber hier einfach einen neuen USB-Port genommen. Ja, by the way, so sehen die Dinger aus, wenn sie nicht verbaut sind. Und normalerweise kann man diese Pads mit ganz dünnem Kupferdraht, Lötlack dann wieder halbwegs schön wiederherstellen. Nur habe ich jetzt gerade nicht da, das zeige ich euch dann bei der PS4. Deswegen, und weil es viel schneller geht, löten wir jetzt direkt die Kabel hier auf den USB-Port und dann einfach auf die Platine. Auch wenn die Pads komplett abgerissen sind, könnt ihr Alternativpunkte suchen oder einfach der Leiterbahn folgen und es direkt auf die Leiterbahn löten. Jetzt Heißkleber drauf, ist nicht schön, muss aber schmecken, nicht wirken. Oder so ähnlich, dann das Ganze wieder zusammenklatschen und schauen wir mal, ob der neue Port jetzt funktioniert. Und siehe da, die Festplatte ist wieder da, aber ganz ehrlich, da hätte ich mir wirklich ein neues Case besorgt. Aber wer von euch war das jetzt? Schreibt's rein.